Hallo Welt, da sind wir wieder und es geht hoffentlich jetzt, nachdem wir etwas verbessert sind, nach Byzantium. Unsere Waffen sollten auch etwas besser halten, wir haben nicht mehr so viel Gewicht an Bord. Und unseren Begleitern sollte es auch richtig gut gehen jetzt. Nach Byzantium hoffentlich und wir suchen Mr. Clark nicht auf. Wir werden erstmal uns im Byzantium ganz in Ruhe umgucken. Wir machen da auch eine Sightseeing jetzt. Eine Sightseeing-Tour und dafür nehmen wir Parvati mit und wir nehmen Ellie mit. Die kennt sich ja schon ein bisschen hier aus, die kann uns bestimmt was erzählen dazu. Und so gehen wir dann raus. Parvati guckt sich bestimmt auch gerne mal hier um. Ja, Nyoka bestimmt auch und Sam. Sam natürlich auch. Ja, mit Sam müssen wir extra nochmal gucken. Ich wüsste gar nicht, was der jetzt... Der ist ja nicht beeindruckt so von den Sachen, die er hier sieht. Oder kommt er auf Ideen? Der will ja alles nur sauber machen, denke ich. Ah, egal. Mal sehen, das ist auf jeden Fall witzig, wenn die beiden dabei sind. Da bekommt man immer ein bisschen was mit. Hier sieht man nochmal so einen Sam-Roboter. Bauroboter-Einheit. Das habe ich vorher... Da habe ich die doch gar nicht gesehen oder sind mir die nur nicht aufgefallen? Sind die, aber ich habe die irgendwie ganz anders in Erinnerung. Nein, das sind die nicht. Das sind nicht die, die uns immer angegriffen haben. Die sahen anders aus. Die waren auch viel größer, meine ich. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Ach so, haben wir hier vielleicht irgendjemanden, mit dem wir sprechen können? Konzerntechniker? Ruheständler? Und Konzerntechniker. Können wir das hier mitnehmen? Nö, dürfen wir nicht. Bauroboter-Einheit. Und vielleicht hat sich hier irgendwo noch einer versteckt. Das dürfen wir sogar mitnehmen. Das hier aber nicht. Ja, das ist rot. Das werden wir wohl nicht mitnehmen dürfen. Versteckt hat sich hier niemand. Hier steht noch irgendwas. Aber auch nicht für uns. Was ist auf der anderen Seite noch? Ah. Bitmodule, sehr schön. Och, das dürfen wir alles mitnehmen. Ja, wenn sich irgendetwas verändert hat, das sehen wir ja jetzt. Wir müssten zum Beispiel sehr, sehr viele mehr Mods finden. Also auch bei getöteten Gegnern sollten wir viel mehr Mods finden. Dialogfertigkeiten, da sollten wir noch eine Menge mehr reinstecken. Ja, ich denke, hier oben ist das übersichtlich. Hier scheint niemand mehr zu sein, aber tatsächlich ist hier noch Carmen Imagawa. Hatten wir da nicht auch mal einen Auftrag? What is it? I'm trying to keep a low profile. Ach, die ist das. Ja, richtig. Ach, es muss doch einen Weg geben, den Minister an einem weniger gesicherten Ort zu erwischen. Afraid not. He almost never leaves his home and his guards never leave him. Can't say I blame him. It's scary out of doors. I mean, can you even count how many times we've been shot at? What work specialists, huh? Our mutual friend is really branching out. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Good luck, Cuckoo. Und mit dem richtig Umsehen fangen wir hier auch mal an, beziehungsweise machen hier mal weiter. Denn vielleicht gibt es hier noch jemanden, der was zu sagen hat. Viele Ruheständler hier. Wachposten. Nichts für uns. Überall Löcher in der Wand. In den Wänden überall sind Löcher. Na, das lassen wir jetzt mal lieber. Würde zwar ein paar Punkte bringen, aber wenn da einer daneben steht, ist das vielleicht nicht so die beste Idee, da ranzugehen sofort.
Hier haben wir allerdings schon noch was Interessantes gefunden. Das ist doch ganz gut. Ach, denkst du, zum Aufschließen benötigst du Andockstation Terminal Codes. Und die haben wir scheinbar nicht. Sind wir denn überhaupt richtig gekleidet? Richtig gekleidet. Für eine Sightseeing-Tour optimal. Oh, wir waren zu schnell. Na, die anderen nehmen den nächsten Aufzug. Wir können den ja wieder runterschicken hier. Denke ich doch, dass das geht. Hiermit vielleicht? Nö. It means everything's running like clockwork. Don't you ever want a little fun? Maybe see a marauder ship get blown to bits overhead? What a thing to say. Everyone knows marauders can't fly. Ach, unser Schiff steht da unten und die wollten letztens da runterspucken. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Wir gehen links. If I spit, think I can hit that mechanical down there? You'll get in trouble. Hey, spuck da nicht runter. No, I won't. I'll blame it on you. Hey, ich habe das gehört. Spucken Sie auf unser Schiff. Das wird Ada gar nicht gefallen. Und uns natürlich auch nicht. Linksgänger. Hier kommen wir nicht durch. Da ist zumindest nichts blau. Geek, sicheres Postfachsystem. Der einzige Brief in diesem Postfach ist an das Außenbüro der Greater Halcyon Insurance Group in Fallbrook auf dem Planeten Monarch adressiert. Wir haben nur mal geguckt. Ihr seht glücklich aus. Bist du am Schlafen? Hey. Move along. Na gut, so viel zu unserem Plan, links zu gehen. Ach, das spiegelt sich hier. Nichts weiter los hier. Ah, ich dachte, hier könnte man rein. Hey, verfolgst du uns? Also, verglichen mit den anderen Städten, ist das jetzt mal abgesehen von den Hochhäusern bis jetzt nicht allzu spektakulär hier, oder? Auf der Groundbreaker, da wäre ich ja fast umgekippt. Das war ja überwältigend, so viel Werbung. Großartig. Ah, das ist ja witzig. Die Gärtner haben ihr Werkzeug hier gelassen. Dürften wir auch beides mitnehmen, aber ich finde, das sieht hier schon ganz gut aus. Aber der hat den Baum irgendwie angesäbelt damit. Was haben wir denn hier Schönes? Ach so, das ist ja auch zu. Hier ist ja alles zu. Wir dürfen nirgends rein. Dann brauchen wir auch gar nicht links zu gehen. Hier haben wir aber noch Verkaufsautomaten. Ich weiß nicht, ob wir die schon entdeckt haben. Nein, aber jetzt. Ah, das dürfen wir mitnehmen sogar. Anti-Clio. Rissos. Ja, wir haben genug Zeug. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt reingucken müssen. Ja, der dunkle Kristall. Da war ich doch schon mal, da waren wir doch schon mal irgendwo. Da hat mich das auch so erinnert. Ich glaube in der Kirche einmal. Auf Monarch in der Kirche. Von dem ich erst dachte, es wäre eine Kirche, dann meinte ich, das ist ja gar keine Kirche, das ist ja irgendwas anderes. Und dann später hieß es dann doch, es sei eine Kirche. Ja. Ich dachte, das wäre so eine Sternwarte oder so. Im zweiten Augenblick, beim zweiten Mal hingucken. Verkaufsautomat? Wo? Ach hier! T&L. Simply the best. Oh, das geht ja noch weiter hoch hier. Das ist ja viel mehr, als man denkt. Boah, dann gehen wir weiter hoch auch.
I've always loved that sculpture. It's an orrery, and you say that every time. It's strange, though. I thought Byzantium was the center of Halcyon. That's a figure of speech. I know that. Ah, hier dürfen wir rein. Ein Friseur, das habe ich doch sofort erkannt an der großen Schere da oben. Dachte ich zumindest. Vielleicht aber auch ein Schneider. Celeste, was seid ihr hier? Friseure seid ihr nicht, eher Schneider. Celeste? Very funny. You, with the hips. Over here. Let me take a closer look at you. Ich? Don't speak. Hold that posture for a moment while I admire you. Okay. You have a natural contrapposto, my dear. The way you rest your weight against your hip suggests a certain rugged charisma possessed only by the mighty primal and the well-traveled spacer. Splendid. I love it. Oh, das siehst du alles an der Art, wie ich stehe? Ja, so bin ich. Eine natürliche Weltenbummlerin. Faszinierend. Das ist das hochtrabendste Gewäsch, das ich je gehört habe. Das siehst du alles daran, wie ich stehe? Your walk, your posture, the cut of your clothes. You carry yourself with the bearing of a noble, but you dress like a barbarian. How deliciously outré. I'm Celeste Jolicoeur, and you, my dear, are exactly what Byzantium needs. Mir scheint, du kannst Gedanken lesen. Versuchst du irgendwas zu verkaufen? Was? Was Byzantium braucht, ist, bis auf die Grundfesten abgetragen zu werden. Oh. Mir scheint, du kannst Gedanken lesen. Darling, you and that brutish swagger of yours have been on my mind the moment you stepped into my studio. I'm working on a new line of clothing that will shock this city to its core, and I'd like your help. What do you say, my dear? Care to make history with me? Oh, das klingt doch lustig. Ja, ich bin dabei. Moment, du hast ja eine ziemlich hohe Meinung von jemandem, den du gerade erst begegnet bist. Was genau möchtest du erreichen? Ich werde darüber nachdenken. Okay, ich bin dabei. Marvelous! You and I are gonna wake this city up like a cold splash of wine to the face. What I need is a survey of the outside world. What does the common laborer wear? How do the wild-eyed madmen of Monarch dress themselves? I've heard rumors, but I require samples. Also, I expect you to model for me. Ooh. Was hast du davon, wenn ich die Sachen trage? Ja, genau, was hast du davon? Oh, du nutzt auch jede Gelegenheit, um mich anzuhimmeln. Was? Ich kann's dir nicht verübeln. Modeln ist nicht so mein Ding. Ach, na klar, modeln ist total mein Ding. Was hast denn du davon, wenn ich deine Sachen trage? My dear, fashion is a performance art. An outfit without a body is like an instrument without a player. I'll need you to model for me the following. The apparel of an iconoclast, the armor of a marauder, and a full ensemble of spacer gear, helmet included. And when I say spacer gear, I mean an outfit worn by real spacers. None of that garbage spacer's choice pedals. No tall shoes, though. I mean it. You have the bearing and demeanor of a born model. You're going to absolutely murder this job. Ja, ich werde sehen, was ich tun kann. Moment. Ich möchte etwas mehr über diese Outfits wissen. I expect you'll cut an exquisite figure. What else do you need to know? Du hast etwas über ein Ikonoklasten-Outfit gesagt. Wo finde ich eine Spacer-Ausrüstung?
Was macht die Ausrüstungen der Plünderer so interessant? Ich glaube, wir haben die alle an Bord. Die können wir alle holen sofort. Und du hast etwas über diese Ikonoklasten-Outfits gesagt. I've heard rumors of these Iconoclasts, half-mad zealots rampaging across the surface of Monarch. You'll have to find your own way into Monarch. I can't help you. Even if I could, I prefer not to interfere with your creative process. Ja, das haben wir also, liebe Welt da draußen, das haben wir also alles verpasst, weil wir der Geschichte vorgegriffen haben. Aber jetzt haben wir die ganzen Sachen, dann können wir die holen eben und das ganz schnell erledigen hier. Ja gut, ich werde sehen, was ich tun kann immer noch. Aber was macht die Rüstungen der Plünderer so interessant? I don't know, I've never seen a Marauder. Not in person anyway. There are always Aetherwade programs, but I want something authentic. Byzantium is long overdue for a change of wardrobe, my dear. Something barbaric, yet elegant. Mhm. Und wo finde ich eine Spacer-Ausrüstung? If I were an enterprising spacer in need of a wardrobe, I'd probably head to the Groundbreaker. Ach ja. Waren das denn andere? Haben wir den denn alle? Brauchen wir nur schwere, leichte oder mittlere Ausrüstung? Alle drei oder reicht eine? Naja, ich werde sehen, was ich tun kann. Fabulous! I can't wait to see what you dredge up. Kann ich auch was kaufen? Wo finde ich eine Space-Ausrüstung? Hat sie doch gerade gesagt, auf der Groundbreaker. Warum ist das wieder fett? Ich wollte noch was anderes fragen. Ah, wo finde ich eine Space-Ausrüstung? Komm schon. If I were an enterprising spacer in need of a wardrobe, I'd probably head to the Groundbreaker. Ah, jetzt weiß sie Bescheid über uns. Hat er schon wieder vergessen. Wo nochmal? Nein, schon gut. Ich wollte noch was anderes fragen. For you? Anything. Hast du Byzantium jemals verlassen? Oh, Moment. Du hast gesagt, ich sei genau das, was Byzantium braucht. Wie? Was meintest du damit? Byzantium has lost its élan vital. Everything about this city is so dreadfully stale. I want to make people uncomfortable the way you do. You're an outsider. You clearly don't belong in Byzantium, and yet you strut about, doing as you please. Mhm. Das ist richtig. Also ich habe noch nie eine von einer Schneiderin gehört, die nach Unbequemlichkeit strebt. Ich glaube, du hast da ein falsches Bild von mir. Also ich habe noch nie von einer Schneiderin gehört, die nach Unbequemlichkeit strebt. I'm not some common buttonmonger, darling. I'm an artist. It's my job to make you uncomfortable. Ach so, ja, hast du denn Byzantium jemals verlassen? Outside Byzantium? Of course not. There's nothing for me outside Byzantium. Oh, aber trotzdem schickst du mich quer durch Halcyon. Halcyon, meine ich. Yes, and I'm terribly grateful you've agreed. Look, darling, I don't belong outside Byzantium any more than a fish belongs on the land. Anyway, I'm quite certain Byzantium wouldn't last 3 days without me. I'd return to a smoking ruin of hideous fabrics and mismatched colors. Ja, das geht natürlich nicht. So geht das nicht. Ich verstehe, vielen Dank. You're very welcome. Na gut, kann ich etwas kaufen? Oder verkaufen? Wow, die hat ja wirklich andere Kleidung. Cool. Oh, natürlich bekommen wir hier nicht alles. Auch andere Modifikationen? Nein, Rüstungswert Endstrahl 10 kennen wir schon und Korrosion 10 kennen wir auch schon. Aber das hier ist doch interessant. Ein Kolonieschiff, eine Kolonieschiff-Uniform. Captain, ja, das brauchen wir doch. Sind wir denn von einer Kolonie? Ja, sind wir doch. Von Spacer's Choice. Rüstung 22, Stufe 18. Rüstungstyp, leicht. Jawohl. Fertigkeitsbonus, Führungsfertigkeiten plus 5. Die Kleidungsstücke mögen altbacken sein, aber beim Militär erfreuen sie sich immer noch größter Beliebtheit. Schicke Straßenkleidung von Ports of Call.
Tech-Fertigkeiten. Na gut. Moment, wir gucken ja total falsch hier. Wir müssen doch hier, so müssen wir das doch machen. Ja, genau. Ich habe mich schon gewundert, was da die Mods auf einmal dazwischen machen. Naja, hier im Byzantium ist halt alles anders, hätte man denken können. Der Oxforderer. Nein, der Oxforder. Okay. Rüstungstyp, Kleidung, Zweihand-Nahkampfwaffen. Das ist ja auch schön. Und Kleidung, Wissenschaft. Was können die Sachen eigentlich hier? Rüstungstyp, leicht, Tech-Fertigkeiten, habe ich gesagt. Aber was steht denn hier unten dazu? Mit der schicken Straßenbekleidung von Ports of Call werden sich alle nach dir umdrehen und den Mund gar nicht mehr zukriegen. Kostet vielleicht ein wenig mehr? Ach was. Aber das ist es auch wert. Einfach, klassisch, zeitlos. Der Zylinder, die ehrwürdigste aller Kopfbedeckungen, jetzt bei Jolicoeur erhältlich. Ja. Oh, schöne Brillen. Der Professor, eine Halbbrille von Brooke und Olsen. Rüstung 2, Stufe 2, Rüstungstyp, Kleidung, Fertigkeitsbonus, Überzeugen plus 5. Die kaufen wir sofort. Mit dieser modischen Brille von Brooke und Olsen kannst du gleichzeitig gelangweilt und herablassend aussehen in jeder Situation. Auch als Viertelbrille und Bivokalbrille verfügbar. Verschreibung nicht enthalten. Na, die kaufen wir mal, huh? Und dieses Captain's Outfit hier doch eigentlich auch. Nur damit wir es haben. Das hier, glaube ich, haben wir schon irgendwo gefunden. Schicke Straßenkleidung. Ja, ich glaube, schick, weiß ich nicht. Aber ich meine, sowas in der Art hatten wir schon. Dann der Professor nochmal. Medizin 5 haben wir hier drauf. Wiegt aber auch nichts. Rüstung 3 diesmal. Sogar Stufe 4, Rüstungstyp Kleidung. Mit dieser modischen Brille von B&O kannst du gleichzeitig gelangweilt und herablassend aussehen. In jeder Situation. Auch als Viertelbrille und Bivokalbrille verfügbar. Na, das ist ja das Gleiche. Nehmen wir aber auch mal mit. Vielleicht nehmen wir lieber Brillen statt Mützen. Vielleicht können wir kombinieren. Das eine Mütze, das andere Brille. Dann müssen wir nicht immer so lange suchen. Ich finde das super. Das macht total viel Spaß. Ich finde das echt klasse. Business Casual klassisch. Rüstung 9, Stufe 22, Rüstungstyp, eigentlich Kleidung, denke ich mal, hier steht aber nichts. Fertigkeitsbonus, Führungsfertigkeiten, plus 5. Ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt kaufen. Alles könnten wir aber. Ja, so viele Bits haben wir jetzt auch wieder nicht, wenn wir alles kaufen wollen hier, das geht ja auch nicht. Dieses Outfit eignet sich perfekt für Veranstaltungen, bei denen der Dresscode nicht eindeutig festgelegt wurde. Der klare, klassische Schnitt präsentiert dich von deiner Schokoladenseite. Ja, vielleicht sollten wir das dann doch nehmen. Das war doch jetzt ein Verkaufsspruch, oder? Ja, Verkaufssprüche funktionieren bei uns nicht. Ich will das haben. Das präsentiert uns von unserer Schokoladenseite. Okay. Wir sind nicht anfällig für Verkaufssprüche, ich merke das schon. Classic Wear Express. Rüstung 11, Stufe 25, Rüstungstyp. Steht wieder nichts, kein Rüstungstyp. Also Fertigkeitsbonus, Fernkampfwaffen, Fertigkeiten plus 5. Modisch, hochwertig und modern. Maßgefertigt und in weniger als einer Woche lieferbar. Die Farbe gefällt mir, krasses Blau. Dann haben wir hier den kultivierten Byzantiner. Rüstung 5, Stufe 12, Rüstungstyp, keiner. Fertigkeitsbonus, Fernkampfwaffenfertigkeit plus 5. Dieses gehobene, vornehme Outfit ist für unsere anspruchsvollsten Kunden gedacht. Die schicke, ärmellose Weste ohne Kragen gibt es auch mit waschbarem Wollwildleder. Wollwild. Ach ja, richtig. Wollwild oder Wollkuh? Wollwild. Der kultivierte Byzantiner nochmal. Ist das nicht das gleiche wie gerade? Ja, das ist das gleiche wie gerade, nur in anderer Farbe. Nein, ganz genau das gleiche. Das hat sie zweimal. Formelle Kleidung von Brexington. Und Stufe Rüstung 7, Stufe 17. Rüstungstyp wieder keiner. Fertigkeitsbonus, Führungsfertigkeiten plus 5. Nichts ist förmlicher als die formelle Kleidung von Brexington. Nur bei Jolicoeur. So, Lycoeur. Classic Wear Umbra. Das hört sich auch gut an. Rüstung 12? Das sieht auch gut aus, meine ich.
Rüstung 12, Stufe 26, Rüstungstyp wieder keiner, Fertigkeitsbonus, Tarnungsfertigkeiten plus 5, das neueste Kleidungsstück in monochromatischem Glanz. Beeindrucke deine Freunde, 2 bis 4 Wochen Lieferzeit. Und wir könnten es sofort haben. Ah, okay, wir gucken mal weiter. Elite-Soldaten, Körper, Panzer, Gold. Ja, okay, das wird für uns wahrscheinlich alles weniger interessant sein, denke ich. Das werden wir uns jetzt auch nicht ganz so genau angucken, da wir das unterwegs, glaube ich, schon ganz oft gefunden haben, so etwas. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Das hier war leicht. Nein, das war schwere Rüstung. Das hier ist Mittel und das hier ist Mittel. Gibt es nur ein Mittel? Und hier haben wir den taktischen Körperpanzer Gold. Der ist leicht. Nahkampfwaffenfertigkeiten plus 5. Aha, das hier ist der Standard-Soldatenkörperpanzer Gold, Mittel. Entschlossenheit plus 7, ja, Mittel, die haben 7 drauf schon. Schwer, haben die dann sogar 10 drauf, kann das sein? Mittel, Mittel und das hier war schwer. Ja, die haben 2 Fertigkeitsboni drauf. Blocken plus 5 und Tarnungsfertigkeiten minus. Ach, die haben Minus drauf, ja, okay, dann ist das ja nicht so berauschend. Was hat sie denn sonst noch? Den geografischen Scanner, den kennen wir aber schon. Und ja, okay, den brauchen wir im Moment nicht. Das könnten wir auch als Vorteil, glaube ich, nehmen. Hier so eine Markierungsreichweite-Erhöhung. Und die Schlägerausrüstung brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. Das war sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht hier. Hätte ich auch kaum mitgedacht, mitgerechnet, dass wir so etwas Tolles hier noch finden. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Wir werden uns das erstmal hier alles weiter angucken und dann werden wir die Modeschau machen. Das wollten wir ja sowieso mal machen. Und dann gucken wir auch bei gegebener Zeit mal hier in unser Tagebuch rein, was da dann dazugekommen ist und was dann dazu steht. Das machen wir aber, wie gesagt, bevor wir dann den Auftrag angehen. Diese Folge ist vorbei. Die gehen wir jetzt nicht mehr an, die ist schon angegangen. Ich bedanke mich aber für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes recht herzlich. Vielen Dank dafür. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.